Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal Videospiel-Unboxing und zwar Days Gone in der Special Edition. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, seit langem mal wieder ein Videospiel-Unboxing und zwar ist ja heute erschienen oder morgen oder gestern, ich weiß nicht mehr ganz genau, Days Gone für die PlayStation 4 in der Special Edition hier. Es gibt auch eine Limited Edition oder Ultimate Edition mit einer Figur, die kostet aber 199 € und ich habe mich hier für ja, die Special Edition für 79 € entschieden, weil die 199 €, ach, man kennt das Spiel ja nicht. Bei God of War oder so, da wusste man, der Typ ist geil, da muss man die Edition haben und hier, vielleicht ist das Spiel ja gar nicht so gut und ja. Ja, ein neues exklusives Spiel, ja, geht um Zombies, man fährt mit Motorrad rum, ist so ein bisschen Walking Dead mäßig, könnte man sagen, aber aus, ja, dass die Zombies hier bloß sehr schnell sind, soweit ich das mitbekommen habe. Oh, natürlich hier schön dieser, guckt euch das doch mal an hier, schön dieser FSK-Aufkleber auf diese Pappe geklebt, sehr, sehr schön. Ah, naja, okay, wir haben hier wirklich so, ja, PlayStation 4, nur PlayStation, Days Gone, Special Edition, das ist hier so ein bisschen rauer, also wir haben hier, das ist so, ja, glatt lackiert, na, glatt lackiert jetzt nicht, so matt und hier haben wir so richtig raue Farbe. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Kann man das vielleicht sehen? Sieht sehr cool aus. Rückseite haben wir dann halt die ganzen Informationen, was in der Special Edition enthalten ist. Ja, das Bein sieht dann hier so aus, ist auch so mit diesen rauen Farbe. Ja, gemacht worden. Ja, dann haben wir hier natürlich noch das Steelbook und noch ein Artbook. Ich guck mal, was wir hier alles drin haben. Vorversion des Spiels, Steelbook-Hülle, Originalmusik-CD, Mini-Artbook. Dann haben wir noch ein paar hier digitale, drei Drift-Bike-Skins, frühen Zugriff auf die Schraubenschlüsselfertigkeit, dynamisches PlayStation 4-Design. So, ist ja ein Open-World-Spiel auch. Und, oh, sogar geprägt das Steelbook. Das ist ja geil. Vorn und hinten geprägt. Wow. Schauen wir uns das mal an. Ja, Days Gone hier sieht sehr, sehr geil aus und wir haben hier eine komplette Prägung. Finde ich ziemlich cool. Ja, soll wirklich so eine alte Tasche sein. Sehr cool gemacht hier, auch mit dem Aufkleber hier oben. Rückseite haben wir denn hier auch das noch geprägt hier. Auch hier hört das auf und diese Kette lang, also dieser Sticker oder dieser Aufnäher oder dieser Patch, wie man sagt. Ja, das hier unten kann man abmachen, diesen Aufkleber, hier auch geprägt. Ich denke mal, so sieht man das ganz gut. Gefällt mir, ja, sieht richtig geil aus. Sehr, sehr gut. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Dann so sieht das Ganze aus, wenn man das aufklappt. Ja, so glaube ich, lederartig darstellen. Hier drin haben wir natürlich ein paar Download-Codes, die ich euch natürlich nicht zeige. Ja, dann haben wir hier den ja, Original-Soundtrack auf der Seite und hier die ja, Spieldisk. Nehmen wir das mal raus, gucken, ob wir da was Hintergrundmäßiges haben und leider nicht. Das ist, okay, das hat dieselbe Optik, sieht man es schlecht, wie außen diese Lederoptik so, sieht man aber ganz schlecht. Ja, ist okay jetzt. Ist so, man könnte sagen, eine Tasche, die man aufmacht und ja, wie gesagt, hier das Spiel und der Original-Soundtrack auf CD. Auch selten irgendwie. Dann haben wir hier noch irgendwie Warning. Days Gone enthält Spoiler. Nicht öffnen, bevor die Story abgeschlossen ist. So, haben wir eine Spoilerwarnung für das Booklet. Das ist ja krass. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich euch hier zeigen oder nicht? Wenn der Spoiler, ich zeig's. Ich blätter, wir blättern es nicht komplett durch. Okay, machen wir es so. Ich mach mal so einen Schnelldurchblick und zeige euch das aber mal von vorne. Es sieht sehr cool aus. Es hat die komplette Hochglanzoptik hier. Denn hier war Art of Days Gone. Sehr, sehr cool. Die Rückseite hier, ich glaube, genau das Ding gab es als Figur. Wie er da so am Motorrad liegt, glaube ich. Sieht schon sehr geil aus, auch so ein Hochglanzfoto. Und wir blättern bloß so ganz kurz rein, ja. Ohne, dass wir da jetzt kurz... Ich muss mal, wir gucken mal hier den Inhaltsverzeichnis an. Das Inhaltsverzeichnis, Entschuldigung. Let's go. Ist hier noch was? Hier haben wir ein bisschen Text und ein paar Bilder. Und wie gesagt, wegen dem Spoilern blätter ich das nur mal kurz so ein bisschen, dass man hier mal so sieht, was es hier alles so steht noch, was alles noch kommt hier. Eis, da seht ihr schon mal so ein bisschen. Ja, also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Schnell wieder weg. Ich will mich ja selbst nicht spoilern. Ja,
die Welt, die Trailer sahen sehr, sehr cool aus. Ich freue mich auf das Spiel und habe aber keine Zeit. Das Wetter wird besser. Na, mal gucken. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Freue mich drauf. Und ja, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Spiel findet, wie ihr die Edition findet. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, jetzt soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.